Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich möchte sagen, zu einer Spezialfolge vielleicht sogar. Hier auf der nordfriesischen Marsch vierfach einen wunderschönen guten Morgen. Und alle die, die heute Nacht ganz ruhig geschlafen haben und sich nichts Böses gedacht haben und sich vielleicht so ein bisschen auf die Folge gefreut haben heute Morgen, denen kann ich sagen, ich habe es auch schon zum Chat gesagt, wir werden jetzt die Abrissbirne schwingen und wir werden die Operation am offenen Herzen durchführen. Ich finde den Begriff sehr, sehr geil. Wir werden heute die Kuhstelle abreißen. Wir werden heute die Missplätze abreißen. Wir werden heute das Güllelager abreißen. Wir werden heute einfach mal Tornado spielen. Wir werden heute alles platt machen. Also so gut wie alles, rechte Hand kommt weg und so gut wie alles, linke Hand wird bleiben. So kann man sich es ungefähr vorstellen, ne? Die Frage ist nur, wie gehen wir vor? Es wurde jetzt einiges notiert. Und zwar habe ich mir auf meinem ultra professionellen weißen Blatt Papier geschrieben, dass wir 221.000 Euro haben. Wir haben 200 Kühe im Stall 1 und 200 Kühe im Stall 2. Wir haben noch, das muss ich jetzt auf Video festhalten, damit es nicht heißt, ja, also es wird ausgecheatet. Wir haben so ein bisschen Zeug ist noch drin, okay? 500.000 Liter Gülle, man kennt's. Ein bisschen Milch, so ein bisschen Futter ist drin. Also es ist nicht voll, es ist aber auch nicht leer, weißt du? Deswegen würde ich sagen, wir versuchen das jetzt einfach mal. Miss Little Hope, guten Abend, grüß dich. Digga, danke dir für 2 Gifte Subs. Liebe Leute, bedankt euch bitte an die edle Subgiftern. Ich glaube, es wurden heute irgendwie schon 100 Subs verteilt. Ich weiß nicht, was heute los ist. Vielen, vielen herzlichen Dank. So, nochmal. Was ist der Grund für diese Aktion? Wir haben ja in den letzten Folgen, das waren ja mehrere, so ein bisschen das Problem erkannt mit dem Güllebottich hier, mit den Ställen, mit dieser Düngerfabrik. So, und jetzt wird es knifflig. Weil wir müssen jetzt irgendwie einen Punkt finden, dass man sagt, ich habe natürlich auch einige AD-Kurse eingefahren. Die muss ich sowieso neu einfahren. Das ist mir vollkommen klar. Es kann sogar sein, dass wir die Anlage hier abreißen müssen und neu platzieren. Das, wie gesagt, wir werden in diesem und in den nächsten Videos, meine Damen und Herren, werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen Geld cheaten müssen, damit alles wieder so ist, wie es hingehört. Vielleicht reiße ich auch einen Stall 4 mal ab, weil er mir nicht gefällt. Das passiert jetzt alles normalerweise offline. Aber es gibt Leute, die das unbedingt wissen wollen, wie das so funktioniert und wie man das macht. Und deswegen mache ich es diesmal in den Aufnahmen. Ich hoffe, es ist okay für euch. Wir machen jetzt mal ganz kurz das automatische Speichern aus. Ich gebe euch nochmal ganz kurz einen Tipp. Macht euch ein Sicherheits-Safe-Game. Macht euch ein Safe-Game, was ihr irgendwie als Kopie hinterlegt. Weil wenn das jetzt hier alles für den Arsch ist, ich sag's mal so, wie es ist, ne? Dann können wir uns immer noch das alte Safe-Game ziehen und es ist nichts passiert. So, nicht lang schnacken, wir reißen ab. Die Frage ist jetzt, geht das alles? So, Güllebottich, weg. Missplatz, brauchen wir nicht, weg damit. Das brauchen wir nicht, weg damit. Kuhstall, wir befinden uns... Okay, warte. Wir müssen die Tiere doch verkaufen, ne? Warum versetzt du nicht die... Nee, das hat mehrere Gründe. Das, wie gesagt, ich erkläre euch das dann alles. Erstmal müssen wir... Es ist ja generell so, dass auch diese neuen Ställe gekommen sind und dass ich die neuen Ställe wirklich sehr, sehr cool finde. Und deswegen ich das auch sowieso getauscht haben wollte. Und jetzt geht es halt unter einmal, weißt du? So, weg die Kühe, weg, raus, vorbei. Weißt du? Ganz egal, man muss auch einfach mal mutig sein und einfach mal... Oh, das... Falsches Symbol. Du hast sogar Geld für die Gülle. Hey, das ist ja toll. Wie gesagt, um das geht es nicht. Es geht nicht um 1000 Liter oder 100.000 Liter Gülle. Es geht nicht um 100.000 Liter Mist. Es geht nicht darum. Ne? Es geht nicht darum. Es geht einfach darum, dass wir heute ein gutes und ein schönes Ergebnis erzielen können. Und ich hoffe, dass ich das zusammenbringe. Mal gucken. So, Kühe müssen alle raus, sonst geht das nicht, haben wir gerade gehört. Habt ihr denn die neuen Ställe von Fett schon gesehen? Habt ihr die schon im Spiel gesehen? Wir haben sie nur im Menü angeguckt bisher. Aber heute werden wir uns das Ding mal ein bisschen anschauen. Raus die Viecher! Ja, so ungefähr. So, zack, zack, zack. Yo, weg damit, weg damit. So, und jetzt ist eine Sache, die wir jetzt machen müssen. Weil wir müssen jetzt pflastern. Das ist auch eine Sache, die mich gestört hat, dass da Gras drunter war. Das ist natürlich sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr nervig gewesen. Ey, wir sind reich. Können wir es eigentlich lassen, oder? Hier, alte 4, 1,2 Millionen. Danke, tschüss. Nee, ne? Okay. Dass die Fahrzeuge hier stehen, ist Absicht. Ich habe die extra so hingestellt, damit ich weiß, wo so der Stall angefangen hat, ne? Das war mir wichtig. So, und jetzt werden wir mal gucken. Malen, wo ist denn das gute Pflaster, ne? Viele von euch wollten ja immer gucken. Pflaster, na. Ja, geil, habt den für 1000, aber keinen Fotoroboter. Ich nehme auch keinen Fotoroboter. Ich nehme...
Wir haben eine Futterfabrik. Ich brauche keinen Roboter, weißt du? Brauche keinen Roboter, meine Damen und Herren. Absolut nicht notwendig in meinen Augen. einfach NF-Marsch durchgespielt, weißt du? Gar kein Problem. So, natürlich weiß ich, dass irgendwo hier Gras hinkommen wird. Das können wir dann auch wieder machen, weißt du? Das ist kein Problem. Aber für die Anschauung muss ich es jetzt einfach mal so machen. So, das nehme ich jetzt einfach mal bis hierhin. Wenn das dann mehr oder weniger ist, dann ist dann schnuppegal. So. Okay, es ist eigentlich eine schöne Fläche, ne? Eigentlich ist es cool. Feldschifffabrik kann gebaut werden. Kaching. Sehr gut. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wie das aussieht mit dem Stall. Bin gerade im Lidl und schaue deine Stream für den Support. Dankeschön. So. Die waren kurz da, die Pflaster. Sind schon wieder weg, ne? Es ist einfach unglaublich. So, Tiere. Ich habe nicht gedacht, dass das so schnell geht. Wir nehmen den hier. Wir haben zwei zur Auswahl. Wir haben einmal den Fett-Hund-Kuhstall 1000 und einmal den 1000 mit Futterroboter. Wir nehmen nicht den Futterroboter. Nein, wir nehmen den hier. So. Und da ist jetzt wichtig. Wir sehen das Zaunobjekt. Die Weide ist sehr viel größer, als wie die alte war, ne? Jetzt ist die wesentliche Frage ist jetzt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Würde es theoretisch klappen, da müsst ihr mir jetzt helfen. Können wir, jetzt müsst ihr kurz nachdenken, können wir Weide in Weide stellen? Ihr wisst, was ich meine, ne? Weide in Weide? Das heißt, wir hauen das hier zum Beispiel so hin, nur als Beispiel. Wir hauen das hier so hin und hauen den gegenüberliegenden Stall so hin. Dass Weide und Weide zusammen sind. Dann sieht es nämlich auch so aus, als wieder doppelt so viele Tiere wären. Funktioniert nicht? Och nö, warum das denn nicht? Die ID-Kurse sind erstmal egal, Traveler. Das ist erstmal egal. Ach so, nee, war das nicht egal? Du hast recht. Du hast recht, die muss ich jetzt wegmachen. Weil wenn der Kuhstall draufsteht, ne? Dann lohnt sich das ja gar nicht. Ach so, jetzt habe ich mal eine andere Frage. Ist ja auch richtig. Warum mache ich denn überhaupt zwei? Mir reicht doch einer. Wir hatten 400 Kühe. Und die hatten wir nur, weil in einen Stall nur 200 reingehen. Wenn ich jetzt 400 Kühe in den 1000 Kuhstall reinballere, dann ist doch alles okay. Dann kann ich später immer noch einen zweiten Kuhstall platzieren. Eigentlich brauchen wir nur einen Kuhstall. Ach, das wird ja mal besser hier. Das wird ja mal besser hier. So, warte mal, lass mich mal kurz luschern hier. Das ist natürlich jetzt die Geschichte, ne? Wie mache ich das? Ich habe noch nie irgendwas entfernt, muss ich sagen. Das heißt, ich nehme jetzt das und mache da einfach Entfernen drauf? Oder wie läuft das, lieber Chat? Ihr müsst mir helfen. Warum ich 1000 Kühe stelle? Kann man immer noch vorzumachen, weißt du? Aber ich will jetzt hier nicht von 400 auf 2000 Kühe cheaten. Das will ich ja nicht. Wir sollen uns das ja schon ein bisschen verdienen. So, warte mal. Wie mache ich das jetzt, dass das verschwindet? Kurs löschen. Aber wie? Hier? Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Ah, okay. Ich kann das so machen. Stück für Stück. Ja, wir müssen das auf alle Fälle wegmachen. Wir müssen das auch neu platzieren. Das ist mir schon... Das ist mir natürlich vollkommen klar. Das kann so bleiben. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das sind ja auch nur... Oh, das wird wieder... Das wird ja so ein Fleckelteppich, ey. Oh, nö. Naben, Grüße, hallo. Wir müssen da gerade ein paar Sachen abreißen. Wir haben vielleicht gerade zwei Kuhstelle abgerissen und die Mistplatte und so weiter. Vielleicht haben wir das gerade gemacht. Vielleicht. So, wir müssen ein bisschen Geduld mitbringen. Das Abreißen des Kuhstalls war eigentlich... Ne? War eigentlich nicht so schwer, aber die AD-Punkte, das ist tatsächlich ein bisschen mehr Arbeit. Zack, zack, zack. Kuhstall ist natürlich jetzt auch rausgeflogen vom Menüpunkt her. Logisch, den müssen wir neu einfahren. Oh, vorerst im Kino. Ach, sehr gut. Ist ja kein Unterschied zu hier. So, so. Dann. Och, Alter, sind hier viele Punkte. Alte 4? Ah, das lohnt sich, glaube ich, nicht, Alte 4. Also, wir müssen das auf alle Fälle neu einfahren, alles. Aber ich sage euch ganz ehrlich, da habe ich auch ein bisschen Bock drauf, ne? Habe ich auch ein bisschen Bock drauf, das Ganze einzufahren. Und ob es richtig geht, siehst du, wenn der Helfer steht. Ja, ist richtig, ne? Dann werde ich wieder sagen, war ein AD so ein Mist und so bla, ne?
Also Folge der Kurse löschen. Ey, wir haben heute schon richtig Geld verdient, ne? Ich habe hier 1 Million Euro mehr als vorhin, also bitte. Wir waren halt schon richtig produktiv. Wir müssen natürlich auch wieder ausgeben, ja, aber da steht auf einem anderen Blatt Papier. Also wie gesagt, ich drücke Alt und mache mit der linken Maustaste, klicke ich einfach drauf und dann verschwinden die ganzen Pünktchen. So, hier werden wir das lassen, aber wir werden das anders lassen. Wir werden hier noch ein bisschen weiter vorgehen. So, und werden das ungefähr hier lassen, gut sein lassen. Weil die werde ich dann einfach wieder anstöpseln müssen. Erstmal, ich weiß noch nicht wie, aber mal gucken. Vollen grüß dich, guten Abend, hallo. So. Also, es sieht gar nicht so verkehrt aus, aber ich bin tatsächlich auch gewollt, würde ich jetzt auf einen Kuhstall zu gehen und gut ist. Ja, habe ich ein bisschen Bock. Ein Kuhstall und gut ist und dann müssen wir mal gucken. Wichtige Frage wird auch noch sein, können wir die Düngerproduktion lassen oder nicht? Ich weiß es nicht. Müssen wir uns dann gleich anschauen. So, das ist doch jetzt einfach gut, würde ich sagen. Ne? Das passt doch jetzt einfach. Gut, das hier können wir dann noch ein bisschen hier so ein bisschen hier hübsch machen und ein bisschen hier hübsch machen. So, zack, zack. So, dann funktioniert das schon mal, ne? Bei Werner ist das Kino wenigstens kostenlos. Das stimmt, das stimmt. Aber er kommt auch viel Werbung, muss man sagen, ne? Ich locke für ein Kakuya. So, jetzt lass uns mal anschauen, wie wir den setzen. Tiere. Der hier war das, ne? Wenn ich das richtig sehe, haben wir auf der Rückseite das Gelände mit der Weide. Und auf dieser Seite ist die ganzen Zufahrten, ne? Ist das so richtig? Lass uns jetzt mal kurz gucken, ob wir... Ich kann gar nicht so weit rausrollen. War das so? Ich kann nur... Nee, das kann ich nicht machen. Kann ich die Weide über die Straße setzen? Das funktioniert nicht. Erster Test, meine Damen und Herren. Wir müssen ja mal irgendwo anfangen, weißt du? Das ist riesig, ey. Das ist richtig riesig. So, das ist eigentlich schön. Eigentlich ist das schön. Strahl zur Straße finde ich nicht gut. Zeige ich aber gleich, warum. Ich finde das eigentlich herrlich, weil du kommst hier rein. Hier wird dann auch noch was anderes passieren, aber das kommen wir vielleicht später zu oder in der neuen Folge. Und wir haben halt jetzt hier schon eine richtig geile Fläche, ne? Ich habe hier natürlich absichtlich ein bisschen weiter nach außen gezogen. Ist vielleicht ein bisschen schief gekommen. Okay. Er war ja der erste Versuch, ne? Ist er, also bitte, also, ist er. AD wird sich. Ja, das ist. So, lass uns mal. Ui, da ist sogar. Jetzt aber halt der 4. Nee, nee, ist noch kein Problem. Das ist alles noch im Rahmen. So, lass uns das mal erkundigen. Hier kommt Milch raus. Hier können wir Ballen reinpacken. Stroh wahrscheinlich, keine Ahnung, ne? Also, was ich ein Profi ist, natürlich absolut richtig. Hier haben wir die Futtergasse, sehr gut. Und hier haben wir dann den Angedingens, bla. Hier ist dann... Ah, wäre es vielleicht doch besser, parallel zur Straße zu machen, Chat? Also, nicht parallel zur Straße, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. So nah am Lager für mich. Wäre es vielleicht besser... Ja, wir machen heute den Gönjamin, warte. Lass uns doch einfach nochmal die Hütte hier abreißen, war eh scheiße. So. Wir machen jetzt nochmal ein bisschen den Malerlix. Moment, einen Moment. Nochmal eine Runde Pflaster, bitte. Danke. Also mir hat die Position nicht schlecht gefallen. Es war nur nicht ganz optimal gesetzt, um das mal so zu sagen. Also es war nicht... Es war nicht das Gelbe vom Ei, um das mal so zu formulieren. Oh Gott, wir haben... Oh Gott, Micha bringt mich um. Okay, zweiter Versuch. Gebäudetiere, was halten wir denn von so? Och, ich kann halt nicht weit genug rausrollen, ne? Was halten wir denn von so, meine lieben Damen und Herren? Schwierig, ne? Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut, weil so nehmen wir uns halt richtig viel Platz weg. Also wir haben das jetzt so versucht, das ist nicht so geil.
Was natürlich so macht auch keinen Sinn. Da haben wir die Weide mitten in der Einfahrt. Oder so. Was halten wir denn von so? Ich kann es euch leider nicht so gut zeigen, ne? Aber wir hätten... Oh, hier haben wir natürlich viel Platz nach hinten raus, ne? Wenn wir das so machen. Ja, wir müssen auch was sehen, weißt du? Weil so könnte man richtig schön am Güllebody vorbei huschen, weißt du? Können aber noch die Einfahrt nutzen. Besser so? Wir schauen beim nächsten Mal an. Meine Damen und Herren, für heute sind wir fertig. Es ist heute eine wilde Folge, ich weiß. Aber wir sind schon ein ganzes Stück weitergekommen. Ich danke herzlich fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.